bist. Jetzt hör zu, bist du. Du so, als wärst du eine verdammte kleine Maus. Geh runter und mach keine plötzlichen Bewegungen. Und jetzt vorsichtig, ja? Du kannst nur wir schützen unschuldige Leben, indem wir dich einfach erschießen. Nein, wir werden ihn nicht erschießen. Danke. Bewegung! Danke. Wohin? Unser Anführer sagt, das Erschießen sei für Mutanten zu gut. Ich habe nichts Besseres verdient als ihr nach. Außerdem sieht das auch noch gut aus. Ich komme. Aber nimm deinen Arsch aus meinem Gesicht. Okay, du nimmst den rechten, ich den linken. Ich lenke meinen ab und du erledigst deinen. Verstanden? Ja. Also los. Okay. Aber nicht zu früh anfangen, ja? Nein. Aber was können wir denn? Los! Wir schlagen ihn mit einer Schaufel tot. Das ist wirkungsvoll und elegant. Hast du das gehört? Hört sich so an, als wäre irgendwas runtergefallen. Du bist schon drin. Was war das? Gefangene 1.30. Hast du das Geräusch gemacht? Nein, ich weiß es nicht. Ich schwöre mein Wort. So, er ist ausgeschaltet. Komm schon, komm schon. Pavel, töte ihn. Sehr gut. Ich dachte schon, er... Hey, hörst du mich? Sieh mal, da ist ein Hebel. Ja. Löst die Leiter. Okay, ich drücke Hebel. Schnapp dir so viele, wie du kannst. Wir sind sowieso erledigt. Danke. Viel, damit erreichst du viel nichts, Glück, außer, dass du bitte wir alle getötet werden. Die Schaltung ist da oben im Wachraum. Bitte. Okay, schraub die Glühbirne raus. Welche Glühbirne? Schraub sie raus. Keine Angst, du wirst dich nicht verbrennen. Welche Glühbirne denn? Bin ich blind? Mach das Licht endlich aus. Was ist los mit dir? Ach, die da. Entschuldigung. Au, au. Ah. So. Er macht Sicherung raus. Komm schon, beeil dich. Sehr gut. Du gehst auf diese Seite. Vielleicht kannst du dort hochklettern. Wohin treffen wir uns dann? Essen! Hey, Spartaner! Was willst du? Danke, dir auch! Hab ich ihn gut abgelenkt oder was? Das wär Spitze, Mann! Spitze! Schicke Hose! Ich würde euch... Hey, hör auf zu schießen, die Zellen, Mann! Halt still! Nun, junger Mann, wie ich sehe, bist du nicht hier, um einen Spaziergang zu machen. Öffne die Schlösser, da ist ein Schaltbrett. Ja. Ich muss erstmal nach oben kommen. Es ist schwierig hier. Was sagst du? Du hast ihn freigelassen? Verstand verloren? Ja, du weißt. Das ist sehr eng. Meinen Sohn gesehen. Dieser Häschler von der Hansa hat mich die ganze Zeit genervt. Ich soll ihm die Kreatur verkaufen. Sagte, es sei eine Verschwendung, sie zu erschießen. Und dass er gutes Geld zahlen würde, daher habe ich einfach... Zeig mir die Patronen. Klar. Hier, guck. Ich bin auch bereit zu teilen. Ist zu viel für einen alleine. Sag's nur nicht dem Oberscharführer. Ich habe 200 Patronen dafür bekommen. 200? Ich nehme die Hälfte. So, warum laufen Sie hier rum? Es ist nur, dass unsere Schicht zu Ende ist. Dann haben Sie hier nichts mehr zu suchen. Ab in die Kaserne mit Ihnen. Ja, Herr Oberscharführer. So, wir sind noch ein bisschen geduldig, bis die Herren weg sind. Sollten wir hier nämlich durchbrechen, haben wir ein Problem. Die Kreatur wurde also verkauft an die Hanse. Die Hanse ist so eine Art Händlergilde quasi. Ach du Scheiße. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Das leihe ich mir mal aus. Kann ich mir die anderen... Juhu!
Was haben wir denn hier? Papka! Was haben wir denn in Papka denn drin? Pavel! Der tote botanische Garten war immer ein tödlicher verlassener Ort. Stalker haben ihn immer gemieden, selbst bevor die Schwarzen ihre Stadt dort gebaut hatten. Ich war die einzige Person auf der Welt, die voller Erwartung dorthin ging. Aber dieses Mal waren auch ein paar Stalker vom Reich dort. Diese Volkspuristen verlassen sonst fast nie die Station in der Mitte der Stadt. Wonach suchten sie in den schwelenden Überresten des Gartens? Und warum hatte Anna mir nicht geholfen? Millers Tochter würde doch niemals einen Kameraden verlassen. Was, wenn auch sie gefangen genommen worden war? Sie ist ein derber Wildfang und scheint mich bis ins Mark zu hassen, da ich nicht wie Hunter bin, aber trotzdem mache ich mir Sorgen um sie. Und da haben wir noch ein... Psch, 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 psch. So, klauen wir uns noch ein Messerchen. Wo ist der? Psst. Mist, der hat uns gesehen. Also nicht gesehen, aber gehört. Lage wieder beruhigt. Okay, jetzt dreht er sich um. Psch, 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 psch. Ich dachte schon, uns ging es schlecht. Ich hoffe, die Krankenkasse zahlt das. Keine Sorge, dieser Käfig wird schon bald Ihnen gehören. Ich wünschte nur, wir könnten... Du bist gut, aber sei vorsichtig. Wenn Sie nicht bemerken, bringen Sie uns alle... Ah, sehr gut, er hat nie ausgeschaltet. Jetzt rede ich die ganze Zeit schon automatisch so. Gut gemacht. So, die Herren. Hier geht nicht weiter. Schon wieder. Die Luftschleuse! Sofort! Lass uns raus! Lass uns raus! Da oben ist ein Schaltbrett! Damit kann man... Hör! Puh! Ihr seht doch wieder im Kopf raus! Und jetzt geht der Spaß erst richtig los! Ach du Scheiße! Fang! Schöne Uhr! Ha! Diese kleine blaue Anzeige! Sie geht an, wenn du zu sehen bist, was? In Ordnung! Vor uns werden wohl noch mehr Wächter sein, aber hier können die kein Gas einsetzen. Wir können also beruhigt sein. Ach, ich wünschte, ich hätte eine Granate. Obwohl, wir werden hier Feuer erledigen. Los geht's, Cooper! Na dann! Du nimmst den unteren weg. Ich gehe oben und gebe den Deckung. Sehr gut, da bin ich mal gespannt. Lauf nicht! Jetzt lauf doch nicht blind voran! Der hat noch eine Knarre, ne? Mist, ich wollte gerade laden. Okay, ist sowieso tot. Sieht so aus, als wären das alle gewesen. Ach, hörst du das? Der Anführer höchste Persönlichkeit an der Rede. Die werden alle bei der Versammlung sein, einschließlich der Wächter. Genau wie an der roten Linie, glaub mir. Na, was haben wir denn hier? So, ich verstehe. Okay, guck mal auf die andere Seite. Da sollte ein Schalter sein, genau wie der hier. Willst du das Let's Play vielleicht übernehmen?
Pavel oder wer auch immer du bist. Was ist... Was ist denn... Was ist denn... Ja. Aber hier liegen Bücher, tolle Sachen und... Ja, eine Lampe. Durchsuchen und diese Freaks, wie sie sie nennen, einsperren. Ich dachte, das wäre nur Unsinn. Die behaupten, wenn all die Mutanten sich reproduzieren, wird die Bevölkerung der Metro infiziert und zwei oder drei Generationen ausgestorben sein. Mhm. Wir sind wie die Faschisten im letzten Jahrhundert. Wir kämpfen für die Menschheit. Abschaum. Ja, bis zur Auslöschung. Das sag ich doch die ganze Zeit. So, jetzt hier aber. Lass uns von hier verschwinden. Da. Oh, ja, und schon geht's los. Sobald die Luftschleuse sich öffnet, gehst du dann. Wir folgen dir. Los geht's, Kumpel. Und los. Meine Flucht aus dem Gefängnis der Faschisten könnte mit "Der Feind meines Feindes ist mein Freund" betitelt werden. Der Name des Freundes ist Pavel. Er hat einen Aufklärungstrupp der Roten angeführt, der von den Faschisten ausgelöscht wurde. Ich habe die Kommunisten nie sehr gemocht, aber Pavel verhält sich wie ein echter Held. Und wie geht es dir, Kumpel? Alles klar? Ach, du bist echt hart. Kein Wunder, dass sie dich zu einem Ranger gemacht haben. So. Erstmal ein neuer Eintrag. Das Reich. Der Schwarze war hier, im Konzentrationslager des Reiches. Aber er ist schon lange weg. Tja, das bedeutet wohl, dass ich ihm folgen muss. Der Auftrag von Miller steht noch immer. Ich werde den Schwarzen finden. Und dann werde ich entscheiden, was zu tun ist. Wenn der Faschistenarsch die Wahrheit gesagt und die Kreatur wirklich an Händler der Hanse verkauft hat, kann der Schwarz jetzt überall sein. Die Hanse besetzt die Ringlinie der Moskauer Metro und ist ein Bündnis aus Handelsstationen. Da fahren noch immer normale Güterzüge und Passagierkarawanen. Der Schwarze könnte es innerhalb eines Tages zur anderen Seite der Metro geschafft haben. Vielleicht habe ich seine Spur schon verloren. Ich weiß nicht, wie der Schwarze Folter und Hinrichtung entgangen ist. Die Faschisten hängen die Leute normalerweise schon, wenn ihr Kopf die falsche Form hat. Eine Kreatur wie der Schwarze sollte für sie also die Verkörperung des Bösen und der Korruption darstellen. Oh, eine Metro-Rolltreppe. Ich liebe Metro-Rolltreppen. Oh, ist das lange her. Aber die waren länger. Security, Platz machen! Den legendären Bunkerkomplex D6. Riesige Lager gefüllt mit Vorräten. Dort gibt es Medikamente und genug Konserven, um das Reich für 100 Jahre aufrechtzuerhalten. Und genug Waffen, um die Freaks und genetisch Unreinen vom Antlitz der Erde zu verbannen. Aber D6 wurde von Sparta eingenommen. Herr Sturmbannführer! Oh. Was wollen Sie? Scheiße! Ein Ausbruch! Was zum Teufel! Die Gefangenen haben die Waffen ermordet und sind getürmt. Was zum Teufel? Lauf, lauf, lauf! Wo ist meine Knarre? Bleibt sie fest! Au! Wo ist meine Knarre? Du wurdest gefangen genommen. Du musst rennen, um mit Pavel mitzuhalten und davonzukommen. Ich wusste auch nicht, wo lang. Okay, letzten Speicherpunkt und nochmal. Eingenommen, Herr Sturmbannführer!